Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein Rätsel und zwar das von Baal. Und das wollen wir uns zusammen angucken. Und zwar habe ich die kleine Ziege hier schon rausgezogen. Das ist quasi dieses kleine Zicklein. Wenn es jetzt mal aufhört rumzuhüpfen, dann seht ihr es auch. Hier mit insgesamt 4 Hörnern und ja, sieht schon ein bisschen duster aus. Ist auf jeden Fall ein cooles Pet und ist auch das letzte, das mir jetzt von den Ingame-Pets am fehlen ist. Wie wir das kriegen, will ich euch jetzt mal zeigen. Dafür müssen wir verschiedene Rätsel lösen, beziehungsweise verschiedene, ja, an verschiedene Punkte der Welt reisen. Ähnlich schon wie bei vergangenen Rätseln. Ihr braucht am Ende auf jeden Fall die aufgewertete Una. Das habe ich ja in einem anderen Video schon mal gezeigt. Werde ich euch gerne einmal verlinken. Oder ihr habt dementsprechend einen Kollegen, der das für euch übernimmt. Denn nur einer braucht quasi die aufgewertete Una, um dementsprechend dann am Ende Baal zu schwächen. Und dass wir ihn dann quasi als Haustier bekommen. Wo wir jetzt als allererstes hin müssen, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar befinden wir uns einmal hier in Nazmir. Und zwar bei den Koordinaten 51, 58. Und dort haben wir nämlich unseren allerersten Hinweis und müssen die halt quasi nacheinander abklappern. Ich bin jetzt hier quasi über Uldir, ja, und das bin quasi jetzt hier über die Brücke rübergelaufen und stehe jetzt hier am linken Rand. Und hier haben wir den ersten Hinweis und da müssen wir jetzt einmal hinkommen. Und ich würde wahrscheinlich als Druid mit den Hüpfen rüberkommen. Ich will es jetzt aber so machen, dass ich mit dem Goblin-Gleiter rüberfliege, dass ihr das auch seht, ja, wie man das als Non-Druid quasi machen kann. Goblin-Gleiter an, einmal hier reinfliegen und dort haben wir den ersten Hinweis. Den klicken wir an, beginnt am Anfang, ja, und das ist unser erster Hinweis, den müssen wir auf jeden Fall anklicken. Und sobald wir das gemacht haben, können wir quasi zum zweiten Punkt und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, dann sind wir am zweiten Punkt angelangt. Und zwar sind wir jetzt einmal hier nach Leechen und zwar die verheerte Küste. Und dort sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 37, 71 hier unten. Und dort kennen wir ja schon von einem anderen Rätselmount die Stelle, wo wir hier zu ihm müssen. Drektul. Und auf seinem Tisch können wir jetzt so ein kleines Steinchen anklicken oder so ein kleines Häufchen. Das hier, Kieselstein. Okay, es ist ein Stein. Und den können wir anklicken. Und das ist dann dementsprechend unser zweiter Hinweis. Ein ganz gewöhnlicher Kieselstein, der in keiner Weise auffällig ist. Alles klar. Ja, das ist der zweite Hinweis. Und dann würde ich sagen, schauen wir gleich zum nächsten weiter. So, lala, jetzt sind wir am dritten Spot und zwar einmal im Tiragadesund, dann im Boralos und wir sind hier auf den Koordinaten 50, 38, ne? Also hier im Rand. Ich als Horde jetzt im Stealth, weil die mögen mich alle nicht. Und ihr seht, hier haben wir quasi diese Ecke und dort unter quasi diesen kleinen Steg gibt es ein Netz und durch das Netz können wir durchlaufen, dann durch das ganze Gestrüpp, keine Ahnung was das ist, Seegras, durch und dann hier unten in die Höhle. Und jetzt, sobald wir in der Höhle drin sind, müssen wir so ein kleines Teil auf dem Boden finden. Und zwar ist es das hier. Ja? Wieder so ein gewöhnlicher Kieselstein. Den klicken wir an. Und dann ist er einmal verbraucht. Wir können ihn anscheinend nicht nochmal anklicken, so wie es jetzt hier scheint. Und ja, dann können wir weiter zum nächsten. Dann kommen wir jetzt zum vierten. Und zwar sind wir jetzt einmal hier in Zuldazar. Hier oben beim Instanzeingang zu Althaldazar. Und hier müssen wir aber jetzt nicht in die Instanz rein, sondern wir laufen den Weg, den ihr wahrscheinlich schon kennt. Hier, warte mal, jetzt gehen wir wieder ein bisschen weiter weg. Hoch, wo wir nach King's Rest kommen. Das müsste ja der ein oder andere von euch schon kennen. Und zwar einmal hier rum und dann könnt ihr ja hier unten langlaufen. Und zwar, ja, hier hoch nach King's Rest, ne, zu der anderen Instanz. Wir wollen aber jetzt nicht nach King's Rest, sondern wir wollen jetzt hier hinten lang. Das kennt vielleicht auch schon der ein oder andere, da gibt es ja noch einen Weg. Denn da hinten gibt es auch noch einen Schatz, den man sich holen kann. Wir wollen aber nicht noch nur zum Schatz, sondern nochmal eine gute Ecke weiter. Und zwar, oh fuck, ich bin Vollidiot. Ich muss nicht da lang, sondern wir müssen hier weiter nach oben. Hier lang müssen wir. Und hinter dem Wasserfall rum und bis ganz hinten rum. Und hier hinten liegt eigentlich, wie gesagt, ein Schatz, den wir uns holen können. Also soweit ist der Pfad ja auch noch quasi ganz normal hier niedergetrampelt. Wenn man sieht ja, ach, oh, mit dem habe ich den Schatz gar nicht aufgemacht. Ja gut, dann, ne, machen wir das doch mal. Schatz einheimsen. Wir wollen jetzt aber noch ein bisschen weiter latschen. Und zwar müssen wir jetzt einmal da hinten runter und uns dann ein bisschen weiter durchbuggen. Und zwar bis hierhin. Und sobald wir hier sind,
müssen wir uns langsam hier hochbuggen. Und irgendwie, ich glaube, ich muss vielleicht die Reisegestalt wegklicken. Ja, damit geht's besser. Hier, zack, zack, zack. Ja, bis wir quasi einmal hier nach oben kommen. Und sobald wir hier oben sind, müssen wir schauen, dass wir jetzt so lange weiterlaufen, bis es nicht mehr geht. Hier, so, dann hier rum. Und jetzt können wir nämlich hier hinter den Berg hochlaufen. Denn wir müssen ganz schön weit nach oben, um dann später mit dem Goblin-Gleiter runterzugleiten. Heißt, ihr solltet auf jeden Fall hier auch wieder einen Goblin-Gleiter dabei haben. Oder ja, euch dann einen mit dem Dings-Briefkasten schicken. Falls ihr jetzt schon oben seid, gibt hier so ein Toy, diese Stanzpfeife, das ist ganz praktisch. Könnt ihr euch einen rüberschicken. So, ab hier wollen wir jetzt. Oh fuck, ich habe jetzt meinen Goblin-Gleiter nicht gleich gefunden. Wo habe ich den denn? Da. Also das sollte euch nicht passieren, ja? Ich kann So, diesen Goblin-Gleiter, Gegenstand ich noch bin jetzt nicht fast benutzen. gestorben, weil ich glaube hier ne, wird es schwierig. Und jetzt wollen wir einmal hier so ein bisschen rumgleiten. Und zwar müssen wir eine Höhle unter dem Baum hier finden. Und ja, theoretisch könnt ihr auch mit irgendwelchen Fähigkeiten hier runterspringen. Aber mit dem Goblin-Gleiter macht es halt wesentlich einfacher, ne? Und sobald wir in der Höhle sind, müssen wir dann wieder so einen kleinen Kieselstein finden. Also, ja. Ihr solltet vielleicht nicht unbedingt hier sterben, so wie ich fast gemacht habe. Weil ich kann mir vorstellen, dass es hier keinen Geisterheiler gibt und ihr dann schon Probleme kriegen werdet. Und zwar müssen wir nicht weit rein. Hier gleich am Strauch ist dann, seht ihr das? Das kleine Teil hier. Den Kieselstein müssen wir anklicken. Und ja, damit haben wir den vierten und wir sehen uns gleich beim nächsten wieder. So, dann kommen wir zum fünften Punkt. Und zwar sind wir jetzt einmal hier in Drustwar. Ihr müsst etwa zu den Koordinaten 35, 55 und zwar hier von oben ranlaufen. Und dann haben wir hier so einen Wasserfall. Das ist dieser hier. Und am besten von oben hier ranlaufen und müssen uns dann hier runterfallen lassen. Das machen wir jetzt mal. Und sobald wir hier runterfallen, können wir quasi hier durch so eine kleine Öffnung, ja, in eine Höhle rein. Und in der Höhle müssen wir jetzt einmal hinterlaufen und dort haben wir ja, ich weiß gar nicht, wie diese Viecher heißen, so ein hässliches Gruselviech quasi. Und dort im Auge haben wir den nächsten Kieselstein und den müssen wir anklicken. Und ja, dann sind wir quasi mit dem fünften Punkt fertig und können dann zum nächsten. So, dann kommen wir zum sechsten Punkt und zwar sind wir jetzt einmal in Vuldum. Und zwar hier oben auf den Koordinaten 61, 21 bei dem kleinen Tortulaner-Lager. Und wenn ihr hier im Flugpunkt rauskommt, dann lauft ihr quasi hier hinten hoch, ne? Über die Berge, hier runter, bis zu dem Baum. Also ihr lauft quasi hier rum, um diesen kleinen Hügel. Und dann sind wir hier beim Baum, ja? Und ich gehe jetzt in Stealth. Ihr solltet euch langsam vortasten. Ich war hier eben schon drin. Dieses Viech hat mich einfach in zwei Schlägen weggescheppert. Das haut irre Damage raus, ja. Da solltet ihr nicht rankommen, ganz, ganz wichtig. Und wir müssen nämlich hier irgendwo am Rand so ein kleines Steinchen, und zwar das hier, das müssen wir aufmachen. Und das klicke ich jetzt mal an. Also hier pullt man es noch nicht, ja. Aber wenn ihr jetzt ein Stück näher an diesen, ich nenne es jetzt mal, weiß ich nicht, nee, Basilisk ist es nicht. Es ist auf jeden Fall was Hässliches. Und das scheppert euch richtig weg. Also da solltet ihr nicht rangehen. Ich habe es für euch getestet. Ausrufezeichen, nicht rangehen. Ganz, ganz schlecht. So, dann können wir weiter zum nächsten. Gut, dann kommen wir jetzt zu Nummer 7. Und zwar sind wir jetzt einmal hier im Sturmsangental, hier oben. Und zwar hier bei den Koordinaten 66, 8, bei dieser Insel. Und dort müssen wir jetzt quasi in ein verstecktes Höhlensystem rein, wo wir auch schon mal vielleicht, weiß es der ein oder andere, für den Schatz rein mussten. Und zwar laufe ich hier vom Strand, quasi von, ja, der oberen Richtung, hier einmal nach oben und jetzt müssen wir uns hier halt langsam hochkämpfen. Und zwar müssen wir schauen, wo wir nach oben kommen. Denn wir müssen, Moment, hier lang. Und hier seht ihr so Bäume und an den Bäumen gibt es nämlich einen Eingang. Und zwar, soweit ich weiß, da oben bei denen hier. Ich habe da drin auch schon die Mobs getötet. Jetzt muss ich bloß gucken, ob ich da nochmal hochkomme. Hier irgendwo. Da kommen wir hoch. Wunderbar. Und jetzt springen wir quasi in das Gebüsch rein, ne? Also hier sind wir ziemlich genau in der Mitte der Insel. Und in dem Gebüsch, wenn wir reinspringen. Ah, kacke, ich bin jetzt genau auf den Ästen gelandet. Klicken wir das Mount weg. Gibt es eine Höhle unten drin. Und zwar, seht ihr das? Hier ist die Höhle drin. Und wenn wir da reinlaufen, sind da eigentlich ein paar Mobs. Wie gesagt, die habe ich schon weggehittet.
Und hier gibt es in der Mitte eine Kreuzung. Also es gibt theoretisch zwei Eingänge in diese Höhle. Oder vielleicht sogar mehr, ich weiß gar nicht, vielleicht sind es auch drei Eingänge, ja. Auf jeden Fall ist hier in der Mitte, in dem Raum, dieses Wasser und hier ist so eine kleine Karre und in der Karre liegt quasi unser Stein drin. Und den müssen wir anklicken. Und wenn ihr schon mal hier seid, hier gibt es auch noch einen Schatz, wo man für ein Achievement braucht, aber das habe ich mit einem anderen Char schon gemacht. Also von dem her ist das irrelevant. So, dann kommen wir zum achten Punkt und ihr seht schon, ich stehe hier mitten im Meer quasi. Und zwar müssen wir nämlich jetzt einmal hier nach oben. Und dazu solltet ihr am besten einen Wasserschreiter haben oder einen Schnellschwimmtrank und endliche Wasseratmung, solche Geschichten. Da gibt es auch Bufffood von, beziehungsweise verschiedene Items, um da eure Geschwindigkeit im Wasser zu erhöhen. Denn wir müssen jetzt raus aus dem Meer reiten, da runter schwimmen und der Erschöpfungs-Debuff bringt euch relativ schnell um. Ihr seht, ich habe einmal schon wiederbelebt. Beim ersten Mal, um es einmal auszutesten, habe ich verkackt, ja, bin gestorben. Und laufe jetzt hier nochmal ran, aber ich musste eh erst mich einmal orientieren, dass ich es euch zeigen konnte. Dann auch für die Aufnahme. So, wir laufen jetzt quasi hier raus. Hier oben zu den Koordinaten 54, 7 auf Zandala, also sprich auf dem ganzen Kontinent, weil das ja schon gar nicht mehr nass mir liegt, das Ding. Und ihr seht schon, hier die Dings rattert schon runter. Ja. Am besten holt ihr euch auch das Addon TomTom, dass ihr da die Koordinaten seht. Und ich mache das quasi jetzt über meine Schwimmgestalt. Solltet ihr kein Druid sein, müsst ihr euch halt so einen Wasser-Speed-Trank quasi einmal besorgen. Ihr seht schon, die Erschöpfung schlägt schon zu. Selbst wenn die Erschöpfung auf 0 geht, hat man auch nicht verkackt, sondern kann dann auch noch quasi ein paar Sekunden überleben. Nicht lang, aber zumindest ein paar Sekunden. Und ihr seht schon, da unten liegen schon einige Leichen. Und wir müssen jetzt quasi auf das Fenster hier klicken. Und zwar, hier ist das Steinchen. Und wir haben damit das Steinchen aktiviert und werden jetzt sterben. Ich kann jetzt vielleicht noch hier Wall ziehen und mich ein bisschen gegenheilen. Ah, es geht sogar ganz gut. Aber ich habe das Steinchen einmal geklickt. Das liegt quasi genau in der Maske, in der Mitte. Könnt ihr da einmal draufklicken. Ihr müsst halt extrem schnell sein. Also sprich in dem grünen Dings, ein bisschen weiter unten, da ist es, müsst ihr draufklicken. Vielleicht werdet ihr ein, zwei Tries brauchen. Und ja. Gut, ich habe es jetzt abgeschlossen. Wir werden uns jetzt beim Geisterheiler wiederbeleben. Denn ihr bekommt selbst den, ja, diesen Erschöpfungs-Debuff, wenn ihr als Geist hinlauft. Ja, das ist einfach so eine Mechanik, um zu sorgen, dass man quasi nicht zu weit aus der Map rausläuft, weil da einfach dann irgendwann gar nichts mehr ist. Ja, ist nichts programmiert. Gut, dann gucken wir zum nächsten weiter. So, dann kommen wir zum neunten Punkt. Und zwar sind wir jetzt hier einmal in einem Irrgarten in Boralos. Hier einmal auf der Karte, hier unten bei den Koordinaten 40, 78. Und zwar bin ich jetzt quasi hier gerade reingelaufen. Das ist da, wo man einmal reinkommt, hier durch die Tür. Und dann, vielleicht nochmal auf der Karte, also quasi von der Richtung laufen wir jetzt in den Irrgarten rein. Und dann laufen wir einmal hier hinten rum. Ich bin hier in Stealth, weil die Wachen mich sonst umhauen würden als Hordler. Hier bei dem Baum müssen wir einmal hier runter, hier rein. Hier sind eigentlich Wachen, die habe ich aber gerade umgehauen. Und dort haben wir dann, wenn wir von der Treppe hier kommen, Kisten und einem Fass stehen. Und zwischen den Kisten und dem Fass, jetzt seht ihr das hier, ist der Coin drin oder der Kieselstein. Den klicken wir an. Und dann können wir quasi schon weiter zum nächsten. So, dann kommen wir jetzt zum zehnten Punkt. Und zwar sind wir jetzt einmal hier oben in Drustwar. Und zwar bei der Insel hier. Und das ist auf den Koordinaten 18, 7. Müsst ihr als erstes euch hinstellen. Da können wir einfach hier unten vom Strand hochlaufen, bis ihr hier quasi bei diesen Felsblöcken seid. Und dann müsst ihr hier hinten diesen Weg entlang laufen. Ich mache jetzt meine Katzengestalt weg, weil ich habe es jetzt schon zweimal geschafft, hier zu verkacken. Und zwar müsst ihr hier rüberspringen. Ganz wichtig, fallt nicht hier rein, weil dann sieht schlecht für euch aus. Und sobald ihr hier seid, müssen wir einmal da runterspringen. Und zwar auf diesen Vorsprung. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt müssen wir hier runter. Und zwar müssen wir jetzt schauen, dass wir hier wieder so ein kleines Steinchen looten. Und zwar ist das nicht hier beim Skelett, sondern das müsste hier irgendwo oben mit drin liegen. So, nach längerem Rumsuchen habe ich es gefunden. Es ist nämlich hier hinter dem
Gestrüpp quasi da oben flackt es und das klicken wir jetzt an. Und ja, dann haben wir das aktiviert und können dementsprechend weiter zum nächsten. So, dann kommen wir zum 11. Punkt. Und zwar sind wir wieder im Tiragadesund und wir sind hier auf den Koordinaten 76, 70 hier unten. Und da, wo ich jetzt bin, kommt ihr einfach hoch. Ja, hier gibt es so einen geschlängelten Serpentinenweg nach oben, beziehungsweise wahrscheinlich kommt ihr hier auch einfach hochgelaufen. Ne? Ist relativ easy. Sobald ihr hier oben seid, müssen wir einmal hier diese paar Bäumchen suchen und dort können wir reinlaufen. Ihr seht schon, hier ist eine Höhle. Ganz wichtig, hier in Stealth reinzulaufen. Man denkt, okay, da ist nichts Großartiges drin. Wenn ihr hier in Non-Stealth reinlauft, dann kommen hier diese lustigen Wühlviecher, die mich in Vol'Doom schon gewonshottet haben, raus und hauen euch kaputt, ja? Wenn ihr nicht stealthen könnt mit eurer Klasse, dann holt euch so einen Skuggle-Trank oder wie auch immer der Unsichtbarkeitstrank heißt, den man quasi jetzt in BFA bekommen kann. Ne? Also ist ja wurscht, welchen ihr nehmt. Holt euch einen Unsichtbarkeitstrank, ganz wichtig. So, also wir sind jetzt einmal hier reingelaufen, hier bei den zwei Eisblöcken und bei dem komischen roten, ich weiß nicht, was das ist, können wir hier wieder so einen Kieselstein anklicken. Das machen wir. Ich habe ihn angeklickt und da kommen sie, die Viecher. Und ihr wollt, oder jetzt ist nur eins da. Vorher sind irgendwie zwei hier rausgekommen. Ihr wollt nicht, dass euch das hittet, weil das one-shottet euch, ja? Also lieber Abstand wahren. Und schnell raus dann aus dem Laden. Gut, ich würde sagen, dann gucken wir zum nächsten weiter. So, dann kommen wir zum 12. Punkt. Und zwar sind wir jetzt nochmal im Tiergadesund. Und zwar bei den Koordinaten 80, 19. Und ich bin jetzt mal von hier oben hochgelaufen. Wir müssen nämlich zu so einem Wasserfall und dann in eine Höhle rein. Ich bin mir jetzt aber noch nicht ganz sicher, also ich stehe jetzt über dem Wasserfall, ob man nicht auch von unten rankommt. Wir werden uns das jetzt einfach mal angucken. Ich springe jetzt mal hier einfach runter. Okay, da ist noch nicht der Höhleneingang. Dann springen wir nochmal eins runter. Da ist anscheinend auch noch kein Höhleneingang. Und nochmal eins weiter runter. Und hier ist irgendwie auch kein Höhleneingang. Irgendwo hier. Wahrscheinlich war es doch nochmal ein Step weiter oben. Jetzt laufen wir nochmal hier eins hoch. Mal gucken, ob ich da raufkomme. Na komm, einmal hoch hier. Ich vermute, dass er irgendwo da oben drin ist. Hier könnte ich mir denken. Da drin oder so. Sonst muss ich blöderweise vielleicht nochmal ganz nach oben laufen, wenn ich jetzt da doch falsch gelegen bin. Jetzt, wir versuchen es nochmal. Oder ich lauf jetzt mal ein bisschen hier hoch. Ah, schau mal, hier kommt man auch nochmal hoch. Also es wäre jetzt gar nicht der Stress. Ich hätte jetzt gar nicht da so ganz außen rumlaufen müssen. Obwohl, ne, man kommt anscheinend doch nicht ganz hoch. Ja gut, dann probieren wir nochmal die mittlere Ebene. Also ganz oben habe ich ja geguckt, da war es nicht, ne? Also da war es definitiv nicht. Muss ja irgendwo jetzt eine mittlere Ebene sein, wo das Ding ist. Jetzt probieren wir es hier mal nochmal. Also da war es nicht drin. Es könnte jetzt höchstens hier bei den Steinen noch sein. Super, ich bin jetzt genau zwischendurch gesprungen. Ah, schaut mal, jetzt so sind wir reingekommen. Okay, es ist teilweise ein bisschen tricky, wie ihr gerade bei mir gesehen habt. Ihr müsst quasi in dieser mittleren Ebene, aber ihr könnt quasi von unten ranlaufen und müsst nicht, wie ich, von oben starten. Ne? Also das funktioniert auf jeden Fall. Heißt, ihr könnt wahrscheinlich auch einfach hier übers Wasser von Boralus dann hier so nach innen laufen. Das geht anscheinend auch. So, jetzt müssen wir so eine Schriftrolle finden. Und zwar hier diese Schriftrolle. Und da soll das Ding dann irgendwo liegen. Jetzt müssen wir bloß ein wenig näher ran. Also hier liegt schon mal was Kleines. Jetzt gehen wir mal ganz nah ran, dass wir das ein bisschen besser sehen. Und da ist es nicht, da ist es auch nicht. Da hat es gerade irgendwas. Okay, ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah dran. So, nach 5 Stunden rumsuchen habe ich es jetzt gefunden. Und zwar, er liegt so quer unter der Schriftrolle drin, dass man es fast nie sieht. Und ihr seht, hier ist er. Also quasi hier ist die Schriftrolle, müsst die Kamera ganz nach unten drehen. Dann seht ihr hier dieses kleine Steinchen. Das klicken wir jetzt mal an. Und dann sind wir mit dem 12. Punkt quasi auch fertig. Es ist echt tricky. Also das kann man so leicht übersehen. Da muss die Kamera genau richtig halten, dass man ihn quasi sieht an der Stelle. So, dann kommen wir zu Nummer 13. Und zwar bin ich jetzt direkt an dem Stein dran. Der ist nämlich hier bei diesen zwei Steinen. Ich zeige euch gleich, wie ihr da hinkommt. Und zwar, ihr müsst so auf diese beiden Steine oder auf diese drei Steine gucken, dass ihr quasi wieder von unten in dieses Gestrüpp
schaut und dann können wir ihn hier einmal anklicken. Ich zeige euch jetzt mal kurz, wo wir genau sind. Wir sind hier einmal in Boralus auf den Koordinaten 59, 41 und zwar in einer Höhle. Und in die Höhle kommen wir hier rein. Wie ihr reinkommt, zeige ich euch auch gleich. Jetzt gehen wir nochmal ein Stück weg. Und zwar, ihr kommt hier in die Höhle rein und haltet euch gleich rechts an diesen zwei großen und dem kleinen Stein und müsst euch dann quasi hier hinstellen und so unten reingucken, dass ihr dieses kleine Steinchen hier seht und dann halt mit der Kamera relativ nah ran, ne? So, wo können wir in die Höhle rein? Das will ich euch jetzt mal kurz zeigen. Kein Ziel. Und zwar ist die natürlich auch wieder ein wenig versteckter, dass wir die nicht so einfach finden. Wir sind nämlich hier einmal draußen, ne? Vielleicht nochmal die Karte aufgemacht. Hier unten in Boralos sind die Koordinaten 8,81, beziehungsweise in Tiragadesund ist es 9,81. Genau, und wenn wir jetzt dann einmal gucken, müsst ihr von hier oben hier runter schwimmen und halt, wo war es jetzt? Das finde ich selber nicht mehr. Irgendwo hier rein. Ach ja, genau, hier rein, bei diesem grünen Zeugel. Da müsst ihr reinschwimmen. Und dann kommt ihr in die Höhle und wie gesagt, dann halt einmal rechts halten und quasi diese drei Steine, die ich euch schon gezeigt habe hier, die, ja, da findet ihr quasi dann einfach den Stein. So, dann kommen wir zum 14. Punkt. Und zwar sind wir jetzt wieder in Voldum und ihr seht, ich bin hier schon ganz relativ weit oben. Denn wir müssen einmal, machen wir die große Karte auf. Ja, jetzt reicht nicht mehr mit Zandala. Wir müssen hier hoch. Zandala 50, 10. Also, das ist schon fast mehr an der verheerten Küste dran als hier an Zandala. Und da müssen wir hochreiten. Das Gute ist aber, wir bekommen hier relativ schnell den Erschöpfungsbuff. Der geht aber oder sollte auch wieder weggehen. Also, sprich, ich bin hier oben bei den Inseln hier gestartet jetzt und laufe quasi jetzt einmal in Richtung von meinem Tomcom-Koordinaten bei, wie gesagt, 55 10. Ich packe euch das Makro auch einfach unten in die Infobox rein, wenn ihr TomTom habt, also das Add-on, dann werden euch diese Bubble quasi auch auf der Karte angezeigt. So, und jetzt heißt Daumen drücken, dass wir es rechtzeitig in die Safe Zone schaffen, bevor wir hier durch den Dings sterben, durch den Erschöpfungs-Debuff. Oh shit, das könnte eng werden. Seht schon, hier langsam verschwindet Zandala am Horizont. Wie weit sind wir jetzt noch entfernt? Ja gut. Ich hoffe, das reicht. Und dort müssen wir nämlich dann runtertauchen und dann in eine versteckte Höhle. Und ihr habt gesehen, der Erschöpfungsding ist gerade weggegangen, wo ich gerade auf der Map war. Also wir sind hier quasi jetzt wieder in einem ja, sicheren Territorium, wo wir keine Erschöpfung haben. Ich weiß gar nicht, wie weit man da dahinter könnte, ne? Wahrscheinlich kannst du da sehr, sehr weit hatschen. Und jetzt müssten wir es gleich geschafft haben. Schauen wir nochmal auf die große Karte. Ne, wir sind immer noch 600 Meter entfernt. Also relativ früh bricht da schon die Erschöpfung wieder ab. Und dann müssen wir relativ weit runtertauchen. Aber ihr seht schon, unten haben wir jetzt hier langsam schon auch Strukturen am Boden, wo wir dann gleich hin müssen. Und wie viele Meter sind wir jetzt noch weg? Noch 300. Also noch ein bisschen den Kurs anpassen. 200. Also hier ist TomTom schon echt ganz praktisch. Und hier hinten seht ihr, da müssen wir hin. Und ihr seht auch hier so ein bisschen, da sind quasi unterirdische Klippen, die uns quasi, ja, wenn wir auf dem Bereich sind, haben wir keine Erschöpfung. Wenn wir drüber raus sind, sind wir quasi im großen Meer. Und da ist dann eine Erschöpfung gegeben und wir nippeln halt ab. Jetzt können wir mal runtertauchen. Also ihr seht, hier ist quasi, ja, dieser Sockel noch vom Kontinent, von Zandala. Und da geht es dann ganz tief runter ins ganz, ganz tiefe Meer. Und da wollen wir jetzt nämlich hin. Und zwar müssen wir hier runtertauchen. Denn da unten müsste dann irgendwo eine Höhle sein. Und zwar irgendwo ist gut. Die ist genau hier. Und in die wollen wir reintauchen. Denn da ist unser, ja, letzter von diesen Kieselsteinen. Danach geht es nämlich eigentlich schon direkt zur Bahn. Wenn wir jetzt hier rein tauchen, dann müssen wir einmal hier zu diesem Stein. Und an diesem Stein müsste dann irgendwo unser letzter Ding sein. Zwar, genau, also hier ist der Stein und da sieht man es ganz schlecht, ist dann der nächste Kieselstein. Und den können wir auch anklicken und haben dann hier diesen kleinen Text. Ja? Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder beim letzten Punkt. So, dann sind wir am letzten Punkt angekommen. Und zwar, seht ihr, hinter mir haben wir schon Baal. Und den haben wir auf den Koordinaten
62, 22 im Frostfeuergrad in Draenor. Und ja, den können wir quasi jetzt petbattlen und angreifen. Ihr solltet den aber vorher schwächen, denn wie ihr seht, hat er hier relativ viel Life, 8400 irgendwas. Wir können jetzt einfach mal angreifen und der soll anscheinend. Ja, seht ihr, der One-Shottet einfach mein Viech. Ja, ist quasi ein Boss und den können wir aber schwächen, indem wir Una rausholen und das machen wir jetzt mal. Ich halte jetzt meine Viecher, der hat jetzt einfach mein Viech gewone-shottet. Und zwar brauchen wir jetzt Una. Okay, Una wird nicht angezeigt. Wahrscheinlich schreibt man so ein bisschen anders. Die müsste aber relativ weit unten jetzt sein. Ich habe nämlich meine Pet Battle Addons nicht an. Ah, Una, hier haben wir es. Mit 2 U schreibt man sie. Okay, nicht mit 2 N. Und ihr braucht aber eine Una, die aufgewertet ist, ne? Und wie ihr die Una aufwertet, ja, könnt ihr gerne in einem Video von mir sehen. Das habe ich, wenn das Video hier rauskommt, wahrscheinlich schon vor einer Woche, ein, zwei hochgeladen. Werde ich euch aber nochmal verlinken. Und zwar müsst ihr euch erstmal das Una-Pet holen und dann müsst ihr sie ausrüsten mit quasi dieser Krone, die sie hat, so einem Teddybären, einem Zauberstab, diesem Glitzerzeug. Das ist eine relativ lange Reise und dauert ja sogar ein bisschen länger hier als Baal. Es ist aber so, dass nur einer quasi Una braucht. Na, schau mal, sie weiß, was sie mit dem Bösewicht macht. Die castet jetzt hier einmal auf Baal. Und ihr seht, jetzt ist quasi Baal einmal geschwächt und er ist dann auch für alle anderen geschwächt. Also ihr müsst nicht Una aufgewertet haben, sondern nur ein Spieler muss es haben und quasi das einmal für euch schwächen. Und dann müsstet ihr jetzt wesentlich weniger Life haben und auch der Boss-Buff ist einmal weg. Und dann müssten wir den relativ gut umgehauen kriegen. Mir wurde gesagt, ich kann es mit jeder Art Pets machen und wir werden jetzt einfach mal gucken, was hier so abgeht. Ich habe jetzt einfach mal hier den Zandala so einen Zandalari-Raptor geholt. Die sind nämlich ganz praktisch, weil sie diese Debuffs drauf machen. Komm, jetzt machen wir den einfach so platt, keine Ahnung. Also ihr seht, das war jetzt nicht sonderlich schwierig an der Stelle. So, wir haben ihn besiegt und ihr seht, ich krieg jetzt ein Pet ins Inventar, und zwar Baal. Das kann ich erlernen und damit haben wir ihn eingetütet. Mal schauen, wo haben wir ihn? Den schicken Baal. Müsste irgendwo hier sein. Da, Baal haben wir. Der gibt uns jetzt auch schon wieder einen neuen Text. Das führt dann auch schon weiter zum nächsten Rätsel. Und zwar kann man dann, sobald man den Punkt hier abgeschlossen hat, dann nochmal diesen komischen Zeitgürtel basteln. Das werde ich demnächst auch irgendwann machen. Und da gibt es dann aber nochmal ein eigenes Video, weil das halt auch relativ viele Rätsel sind, die man dann im Nachgang nochmal basteln kann. Für den Teil soll es das gewesen sein. Ihr seht, meine Ziege habe ich. Wenn ihr alles so weit nachgespielt habt, müsstet ihr sie auch haben. Es gibt theoretisch noch ein Makro, wo ihr euren Fortschritt tracken könnt. Dieses hier. Das Problem ist, bei mir hat es nicht funktioniert, deswegen habe ich es nicht benutzt. Die meisten Steinchen waren aber nach dem Anklicken eh nicht mehr anklickbar und dementsprechend weiß man auch, ob es geklappt hat oder nicht. Also wenn ihr die quasi einmal anklickt und das durchcastet, dann klappt das eigentlich. Ne? Bei mir hat es jetzt auch soweit ganz gut funktioniert. Gut, damit war es das mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.